Mein Name ist Dr. Rhoda Verheyen. Ich stehe hier in meiner Kanzlei am Mittelweg und wir haben für Greenpeace ein Rechtsgutachten erstellt, in dem geht es um die Pflichten der Europäischen Zentralbank und damit auch der Deutschen Bundesbank im Hinblick auf die Berücksichtigung von Klimakriterien beim Unternehmensanleihekaufprogramm. Zunächst einmal ist klarzustellen, dass die Europäische Zentralbank ein Organ der Europäischen Union ist. Ihr ist auferlegt und auch alleinig auferlegt, sich um die Währungspolitik in der EU zu kümmern. Aber sie bleibt und ist ein Organ der EU. Und damit ist sie auch gebunden an den rechtlichen Rahmen, den die Verträge vorgeben und zum Beispiel auch die Europäische Grundrechtecharta. Die Frage, ob Klimakriterien von der EZB zu berücksichtigen sind, ist ganz klar mit Ja zu beantworten, und zwar durch rechtliche Auslegung der europäischen Verträge. Da ist zum einen Artikel 127 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der das währungspolitische Mandat enthält. Der verweist ganz klar auf Artikel 3 desselben Vertrags, und in dem steht drin, die Europäische Union ist einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung verpflichtet. Das geht dann noch weiter mit einem Verweis auf Artikel 11. Da geht es ganz ausdrücklich um den Umweltschutz und damit auch um den Klimaschutz. Das heißt, es ist zu kurz gegriffen zu sagen, die Europäische Zentralbank muss allein Preisstabilität berücksichtigen. Das stimmt einfach nicht. Die Frage, die sich stellt, ist, wie kann sie Klimakriterien im Rahmen des Unternehmensanleihekaufprogramms berücksichtigen? Und da legen wir eben dar, dass das geht, und zwar ohne die Preisstabilität zu gefährden. Es geht ja bei der Europäischen Zentralbank vor allem darum, die Währungspolitik so zu steuern, dass wir eine niedrige Inflation behalten, also rund um die 2%, und dass insgesamt die Preis- und Marktstabilität gewahrt bleibt und in dem Rahmen eben politische Unabhängigkeit. Das heißt aber nicht, dass nicht tatsächlich bei der Frage, was ist denn eine risikobehaftete Investition der Europäischen Zentralbank, Klimakriterien schon jetzt zu berücksichtigen sind. Wir sind ja im Moment in einem geradezu aufregenden Bereich der Klimaklagen und auch der gewonnenen Urteile. Und wenn man sich das mal anschaut, dann ist, glaube ich, zumindest heute ganz klar, dass Klimapolitik auch Wirtschaftspolitik ist. Die Unternehmen, um die es hier geht und die auch angekauft werden von der Europäischen Zentralbank in Form von Anleihen, sind im Klimarisiko. Und damit ist es geradezu unlogisch und auch überhaupt nicht begründbar, dass die Europäische Zentralbank diese Risiken nicht berücksichtigen möchte. Die Europäische Zentralbank ist ein Organ der EU. Und der Europäische Gerichtshof hat schon mehrfach festgestellt, dass sie verpflichtet ist, zum Erreichen der Ziele der Europäischen Union beizutragen. Dazu zählen nicht nur die Ziele der Preisstabilität, sondern eben auch zum Beispiel die Ziele, die jetzt durch den New Green Deal verfolgt werden. Darunter eben auch Treibhausgasneutralität und eine schnelle Reduktion von Treibhausgasen. Die Auslegung des EZB-Rates ist pseudoneutral aus unserer Sicht und durch die rechtlichen Grundlagen nicht zu stützen. Das, was richtig ist, ist, dass das Europäische Parlament und der Gesetzgeber in die Politiken der Europäischen Zentralbank im Konkreten nicht hineinregieren darf. Das ist Ausfluss der Unabhängigkeit der Zentralbanken. Der EuGH jedoch ist weiterhin zuständig, und die EZB ist kein Marsmensch, der frei im Raum schwebt, sondern sie ist, genau wie alle anderen Organe der EU, eben an die Verträge und entsprechend auch an die Vorgabe eines besonders hohen Umweltschutzniveaus und damit auch Klimaschutzniveaus gebunden. Das Unternehmensanleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank ist Teil des allgemeinen Programms des Quantitative Easing, also der Unterstützung des Marktes in Krisenzeiten. Dabei geht es vor allem natürlich um die Inflationskontrolle. Aber es geht eben auch darum, dass die Risiken im Markt und auch die Risiken für die Europäische Zentralbank möglichst gering gehalten werden. Diese Risikokriterien sind derzeit alt und letztlich zu überarbeiten. Das scheint auch relativ unstreitig. Die Frage, die die Europäische Zentralbank im September auf der EZB-Ratssitzung zu beurteilen hat, ist: Ist der Klimawandel ein finanzielles Risiko für die Märkte und für uns? Und ich denke, diese Frage kann heute keiner mehr mit Nein beantworten.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 24. März 2021 ein historisches Urteil gefällt. Und dieses hat auch Auswirkungen auf die Zentralbanken, hier konkret auf die Deutsche Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank ist ein Organ und damit an die Verfassung gebunden und muss also im Rahmen ihrer eigenen Ausführungspolitiken und im Rahmen ihres Ermessens bei der Ausführung der EZB-Leitlinien und Aufträge den Artikel 20a Grundgesetz berücksichtigen. Und das müsste aus meiner Sicht zu einer durchgreifenden Revision der Bundesbankpolitik im Hinblick auch auf Klimarisiken im Unternehmensanleihekaufprogramm führen.